Leute, der erste Kampf von Juan Meyer ist hinter uns. Ich würde jetzt gern sagen, dass er diesen Kampf gewonnen hat. Leider ist es eine Niederlage, aber aus denen lernt man ja bekanntlich. Und es ist ein bisschen schwierig in Thailand, da man nie so genau weiß, was einem erwartet im Kampf. Oft kennt man nicht mal den Namen des Gegners und es kann einer sein, der 30 Kämpfe hat, es kann einer sein, der 100 Kämpfe hat, das weiß man nicht so genau. Wir wollen euch diesen Kampf nicht vorenthalten, seht euch das an. Wir haben hier ein paar Szenen zusammengeschnitten. Weiters auch ein Statement von Johan selbst hier am Ende. Und dann auch noch von Thomas Janicek, dem Mentalcoach von Johan, der euch zum Thema Niederlagen auch noch etwas mitzugeben hat. Ich melde mich mal wieder zurück nach meinem letzten Kampf. Ich bin in der ersten Runde K.O. gegangen. Ich habe einen rechten Haken nach einem linken Kick direkt aufs Kinn bekommen und der hat mich gedroppt. Und er hat mich so hart getroffen, dass ich nicht mehr in den Kampf zurückgefunden habe. Der Ref hat sofort abgebrochen, ohne zu zählen. Er ist blöd gelaufen. Ich war sehr gut vorbereitet für den Kampf, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell aussehen kann. Aber das macht nichts, es geht weiter. Jetzt werde ich den Rest der Woche mir noch freinehmen, nichts trainieren, ein bisschen erholen, PlayStation spielen, gut essen und ab Montag geht es weiter. Ich habe auch schon mit meinem Coach, dem Richard, gesprochen und der wird mich für meinen nächsten Kampf, der ist schon in the books, wird er mich die letzten 10 Tage begleiten und mir helfen, mein Optimum noch rauszuholen. So, genießt das Kampfvideo und wir hören uns. Thank you.
Ich werde oft gefragt, wie Spitzensportler es schaffen, mit Niederlagen umzugehen. Und ob Niederlagen etwas Notwendiges sind in unserem Leben. Natürlich sind Niederlagen für unser Leben nötig, denn durch sie entwickeln wir uns weiter. Den Traum voller Siege und Erfolge, den haben wir alle schon geträumt. Aber nicht immer funktioniert alles auf Anhieb so, wie wir uns das vorstellen. Und jede Niederlage nagt an unserem Selbstwertgefühl und lässt uns zweifeln. Oft wirft sie uns scheinbar zurück, aber wer sich die Niederlage zu eigen macht und aus ihr Konsequenzen zieht, geht aus ihr auch gestärkt hervor. Ein Mensch lernt wenig von seinen Siegen, aber viel aus seinen Niederlagen. Denn im Sieg liegt oft die Gefahr verborgen, anzunehmen, man hätte alles richtig gemacht. Und so ist jemand, der ständig siegt, auch gut bedient, selbst eine Niederlage einplanen zu können. Durch Niederlagen lernen wir, das Geschehene zu reflektieren. Es geht dabei nicht um die Niederlage selbst, sondern darum, wie wir damit umgehen. Es gibt eben Tage, die laufen anders, als wir uns das vorstellen. Und wir nennen das dann Misserfolg. In Wirklichkeit sind solche vermeintlichen Rückschritte Teile jedes erfolgreichen Lebens. Ich sehe eine Niederlage als Plan der Natur, um uns auf Größeres vorzubereiten. Sie sind der Wegweiser zum Erfolg. Wenn ein Erfinder 999 Mal scheitert und ein einziges Mal Erfolg hat, dann hat er es geschafft. Und er sieht all seine Niederlagen einfach als Zielübung. Ein kurzes Scheitern ist einfach nur eine Möglichkeit, es nochmals zu versuchen. Dieses Mal ein wenig intelligenter. Wer sein Ziel kennt, findet seinen Weg. Und wenn wir diesen Weg fokussiert gehen, dann kann uns nichts an unserem Erfolg hindern. Leute, ich freue mich über euer Feedback und just to know, in circa 3 Wochen gibt es dann den nächsten Kampf von Johan in Thailand. Ich werde zu ihm rüberfliegen und werde ihm bei diesem Kampf beiwohnen und unterstützen. Das heißt, ihr werdet dann auch wieder mit einem Video versorgt vom nächsten Kampf. Macht's gut und bis bald. Danke fürs Einschalten.